Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Real Madrid Karrieremodus. Wir sind wieder am Start. Nächste Episode, heute geht es weiter und ihr habt abgestimmt, letzte Episode, gegen wen wir heute spielen sollen. Die Ergebnisse waren sehr, sehr klar. Es geht gegen Bilbao und auch in dieser Episode könnt ihr am Ende wieder abstimmen, gegen wen wir in der nächsten Episode spielen sollen. Ich bin sehr gespannt darauf, aber zunächst einmal haben wir 4 Spiele vor uns in dieser Episode und die wollen wir heute angehen. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. Videobeschreibung auschecken, halt ihr wollt 6% Rabatt auf eure Ultimate Team Münzen, dazu mein Merchandise könnt ihr auch gerne auschecken und Instagram, Twitter, Facebook einfach mal vorbeischauen, würde ich mich auch drüber freuen, meine Social Media Links. Wir spielen im Oktober gegen Eibar, gegen Betis Sevilla, gegen Athletic Bilbao, gegen Alaves und im Pokal in der Copa de España gegen irgendwen, das wissen wir noch nicht so ganz genau. Aber eventuell spielen wir das, wenn der Name einigermaßen groß ist, auch nochmal als grobes Highlight-Spiel, wie ich es zuletzt auch im RB Leipzig-Karrieremodus. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie viel Bock ihr auf Real Madrid habt, wie viele Likes ihr dafür rausklatschen werdet und vor allem, wie wir uns heute schlagen werden. Weiterhin ist Real Madrid ein bisschen dezimiert aufgrund der Verletzung von Cristiano Ronaldo. Wir haben ja Hazard, wir haben einen Rodriguez in Topform und wir haben allgemein geile Transfers gemacht und dementsprechend sollte das hier heute alles schon laufen. So, wir spielen zunächst einmal gegen Eibar. Die haben zuletzt nicht so schlecht ausgesehen. Das baskische Derby gegen Sociedad gewonnen, dazu Malaga unentschieden gegen Osasuna, auch ein baskisches Derby mit 2-1 gewonnen und wir haben gegen Las Palmas verloren, die zuvor eigentlich total scheiße da standen. Das heißt, wir sollten mal wieder gewinnen. Aubameyang steht in der Startelf für Dybala, macht das 1-0, dazu steht Pepe für Varane drin und mal sehen, wie wir dieses Spiel gestalten können. Zur Halbzeit wird geskippt, 2-0 durch Hazard, das sieht doch sehr, sehr gut aus. Wir skippen, 4-0 Marcelo und Bale treffen noch, also unsere Dreierreihe offensiv hat auf jeden Fall ihren Job getan und das sieht schon mal wieder deutlich besser aus. So muss es jetzt weitergehen. Wenn wir jetzt noch im Training diese Leistung aus dem Spiel bestätigen können, wäre das natürlich optimal. Ja, und das sieht nicht schlecht aus. Jonathan Tah mit einem richtig guten Trainingstag und der Rest sieht auch in Ordnung aus. Keiner, der richtig negativ aufgefallen ist. So kann es auch hier weitergehen. Hatten gerade schon ein Angebot von der spanischen Nationalmannschaft. Das geht natürlich direkt mal richtig gut los mit den Nachrichten von den Nationalverbänden, bei denen wir Trainer werden sollen. Spanien ist so ziemlich das Nonplusultra, was du bekommen kannst, abgesehen von Deutschland jetzt mal. Vor allem, weil die unglaublich viel Potenzial haben. Wir haben gerade Länderspielpause, dementsprechend passt das auch mit dem Angebot nicht ganz rein eigentlich. Aber okay, wen trainieren wir, ist die große Frage. Wir haben gar nicht mehr so viele vielversprechende Spieler da, wenn mal welche wechseln auf Länderspielreise. Und dementsprechend nehmen wir da noch jetzt wen hinzu? Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Hakimi haben wir schon, da kommen. Dann nehmen wir Alex noch dazu, unseren Keeper, der wird ja auch mal ein bisschen trainiert. Und bin auch wieder hier gespannt, wie die Ergebnisse werden. Überall C, zweimal D und Bellerin ist ganz nah, wirklich hundertprozentig nah, wenn die Gerätsche noch kommt, an der 81, was sehr schön ist. Die Top-Torjäger der Liga sind übrigens Wissam Ben Yedder, der ja gewechselt ist von Toulouse zu Sevilla, macht sich also richtig gut. Und Pereira von Granada, was mich ein bisschen überrascht, aber Granada ist auch Vierter und Sevilla ist Erster. Wow. Jetzt geht's für uns gegen Betis, das andere Sevilla, aber mit welcher Elf ist die Frage? Mit der gleichen. Ich will eigentlich, oh, Betis hat gegen Sociedad gewonnen, gegen Sevilla, dafür 1-4 verloren. Ich will eigentlich Dybala spielen lassen, aber momentan ist Ober in Topform, deswegen kannst du ihn nicht rausnehmen und auch der Rest ist richtig gut in Form. Sprechen läuft heute bei mir irgendwie nicht. Mandi kriegt die gelbe Karte, aber Cejudo macht das 1-0, Mann, ey. Diese scheiß Simulation, aber Aubameyang macht den Ausgleichstreffer, das ist schon mal gut und 2-2 am Ende. Mann, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Leute, wir sind das beste Team der Welt, wir können nicht gegen Betis unentschieden spielen. So, mal wieder Training, die Spieler sind wieder da aus der Länderspielpause und die Ergebnisse gehen gleich mal runter, aber Dybalas Abschluss steigt auf 91, das ist schon krass, jetzt muss er nur noch auch mal treffen. Das wäre schön. Aber trotz des Unentschieden sind wir dran geblieben an Sevilla. Die haben auch nur unentschieden gespielt und Barcelona auch. Dementsprechend sind wir auch noch vor denen. Wir lehnen das Angebot von Irland ab und jetzt motivieren wir unser Team vor dem wichtigen Spiel dieser Episode gegen Bilbao. Das absolute Topspiel, was wir hoffentlich gewinnen werden. Da bin ich sehr gespannt. Und danach machen wir dann auch direkt die Abstimmung für die nächste Episode, welches Spiel wir da spielen sollen. Morata würde gerne spielen. Allerdings ist das relativ schwierig, weil Bilbao doch schon relativ stark ist. Ein relatives Top-Team. Aber er sitzt ja auf der Bank. Das heißt, er kann ja theoretisch reinkommen. Meine Wechselspieler, die ich so gerade plane, sind Dybala, Hakimi und Morata. Casemiro würde ich eigentlich ganz gerne mal von Anfang an sehen und zwar für warum ist Modric eigentlich Kapitän? Kapitän sollte Ramos sein. Für Modric würde ich ihn fast mal reinstellen einmal und Kroos mal ausprobieren. Machen wir es einfach mal so. Wir haben ja nichts zu verlieren, außer Platz 2 und gehen rein. Vámonos. So, da sind wir im Santiago Bernabéu, dem Stadion von Real Madrid, einem der schönsten Stadien der Welt. Und zu Gast ist, ja, ein
Team, das auch ein sehr schönes Stadion mit dem San Mamés und das momentan 4 Punkte hinter uns steht. Die Tabelle ist noch sehr eng und wir haben 2 Punkte momentan auf Sevilla. Das heißt, wir sollten gewinnen gegen unter anderem Miquel San José, der das hier, glaube ich, ist. Bin ich mir nicht ganz sicher. Wir gucken uns einfach mal an, mit welcher Elf Bilbao hier reingeht. Unsere Elf habt ihr ja gerade schon gesehen. Casemiro für Modric, ansonsten keine Änderungen. Raúl García, Muniain, Iñaki Williams sieht man hier schon. Wir haben die beste Defensive der Liga, obwohl wir gegen Las Palmas verloren haben und gegen Betis 2-2 gespielt haben. Das zeigt einiges. Gerade wenn wir selber spielen, sind wir sehr stark und das wollen wir heute wieder umsetzen. Aufstellung haben wir jetzt irgendwie nicht gesehen, weil Vicente Lazarabal oder sowas, der Schiedsrichter, hat den Namen auch nicht richtig gelesen. Komisch, aber die Aufstellung von Bilbao kenne ich, weil ich mit denen auch einen Karrieremodus gemacht habe. Muniain, Aduriz unter anderem, dazu Iñaki Williams. Wir haben Raúl García in der Innenverteidigung, nehme ich mal ganz stark an, dass wir da, ja richtig, Boveda haben und eigentlich Laporte, wenn er nicht gewechselt, ach nee, der ist ja gewechselt, ne? Ja, okay, aber auf jeden Fall ein sehr baskisches Team mit Balenciaga auf der linken Seite. Ziemlich, ziemlich gefährlich und wir müssen jetzt gerade mal richtig aufpassen, dass wir hier nicht direkt mal in Rückstand gehen. Raúl García, ehemaliger Madrilen, aber von Atletico. Und Aduriz ist immer gefährlich, aber De Gea ist. Wir müssen die Rückennummern ändern, Mann. Oh, Bellerin setzt sich da spielend gleich gegen Balenciaga durch. Die Sache ist nur, was machen wir jetzt? Der Ball auf James ist richtig schlecht gespielt. War aber auch ein bisschen anders gedacht. Ich dachte, er startet durch und wollte in Lauf spielen, also in den 16er rein. Naja, hat nicht ganz funktioniert. Ramos gegen Muniain, das ist kein Foul. Oh, Gareth Bale mit seinem Tempo natürlich ganz, ganz bevorteiligt da aus. Und die Flanke kommt und Aubameyang ist nie richtig zum Ball hingegangen, warum auch immer. Normalerweise war das eine richtig gute Situation, wenn er da mit seiner Größe und seiner Wucht reinspringt. Aber jetzt sind wir offensiv schon mal ein bisschen besser und ja, Bilbao fängt hinten an zu schwimmen. Gareth Bale über die Außenbahn. Berberspin, das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Nur dummerweise kann er mit rechts nicht schießen und dann laufen wir ins Aus. Aber Ecke, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die bringen wir mal rein. Erster Pfosten, Kroos und da steht Ramos. Oh, Bale mit dem Fallrückzieher, der relativ optimistisch war, weil komplett nicht aufs Tor. Und jetzt Iñaki gegen Casemiro. Das ist natürlich auch ein Duell, das wir so oft nicht haben sollten, weil Iñaki doch deutlich schneller ist, aber spielt hinten rum und macht's ruhig. Oh, richtig gut gespielt von Aubameyang auf Bale. Der ist wieder schneller als Balenciaga, der da rechts außen natürlich absolute Probleme hat mit Bale und Bellerin. Och Mann, Alter. Das war kein Hacke-Zwacke, sondern Berberspin. Schade. Ich glaube, auch in diesem Spiel ist er wieder nötig, der berühmt-berüchtigte Dosenöffner. Weil momentan macht Bilbao das defensiv noch recht gut und wir stehen offensiv einfach noch überhaupt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Einfach auch, weil Aubameyang dummerweise nicht die Laufwege macht momentan, die ich gerne hätte. Was natürlich dem offensiven Spiel nicht gerade, quasi in die Karten spielt. Und jetzt die Chance für Bilbao, aber kläglich vertan und eventuell die Kontergelegenheit für uns. Von Hazard haben wir noch gar nichts gesehen und der Pass war wieder scheiße von James. Ach Mensch. So, und wieder Bellerin und der ist natürlich auch schneller als Miquel San José. Und da sieht man hier, was für ein Tempo hat dieser Junge. Unglaublich. Jetzt wieder ein scheiß Move von mir. Aber die Flanke bringt da trotzdem James Rodriguez, Toni Kroos. Jetzt müssen wir abbrechen. Raus auf Aubameyang. Der hat keine gute Schussposition. Dummerweise geht aber in den 16er rein. Ist ja auch schnell. Nochmal raus auf Gareth Bale, der mit der Flanke hinten kommt. Hazard und James. Und den habe ich schon drin gesehen. Schade, gefährliche Freistoßposition für Bilbao. Benyat kann Freistöße, den setzt aber mal komplett in die Mauer. Und Hazard leitet den Konter ein über Toni Kroos. Und jetzt der Ball auf Bale, der muss jetzt kommen, kommt aber leider Gottes nicht. Auch weil er dann nicht schnell genug war. Ach, bisher ist das noch nicht unser Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Bilbao verteidigt das sehr gut, wir müssen in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall einen Gang hochschalten. Mal sehen, wie das funktionieren wird. Für den Moment erstmal 0-0. Mist. Nein, 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 Iñaki Williams. Da ist Marcelo unterm Ball durchgesegelt und wir stehen absolut unsicher, wenn Bilbao denn wirklich mal in unseren 16er kommt. Und bisher waren wir noch überhaupt nicht im 16er von Bilbao. Jetzt mal Aubameyang auf Hazard, der gegen den Marcos. Der ist auch schnell, aber das macht er da sehr, sehr gut. Jetzt in der Mitte kann er sich nicht durchsetzen. Das ist auch kein Foul angeblich, okay. Das ist wirklich gar nicht schön. Oh, das war jetzt mal eine Gelegenheit an sich, auch wenn ich glaube, dass Echeita da nur verhindert hätte, dass Balenciaga den Zweikampf gewinnt. Gibt eine gelbe Karte und gibt eine gute Freistoßposition. 60 Minuten durch, wir müssen langsamer treffen. Gibt die Ecke von Bale, das Ganze erstmal geklärt. Bellerin, wir haben mittlerweile Dybala eingewechselt für James Rodriguez und Kroos mit einem sehr schönen Versuch. Gibt das Ecke? Nein, erstmal nicht. Bellerin wird gefoult. Okay. Ramos, Fallrückzieher, Seitfallzieher, das wäre natürlich jetzt super gewesen, gibt aber einen Eckball und den ziehen wir wieder auf den kurzen Pfosten, das hat ja vorhin mit Bale so halb funktioniert, mit ein bisschen Schmackes, Bale kommt zum Kopfball, gibt noch einen Eckball.
Oh, James kommt da fast dran. Also, die sind gefährlich, die Ecken, aber wir kriegen den Ball nicht wirklich gefährlich aufs oder ins Tor. Das Gefährlichste war bisher wirklich das Ding von Kroos. Und jetzt Dybala, das ist doch nicht wahr. Richtig guter Einsatz da. Ich glaube, es war von Hazard, der das Kopfballduell gewinnt. Dybala macht das klasse, aber kann den Ball dann nicht im Tor unterbringen. Ach, Mist. Wieder Dybala. Angeschlagen, aber bisher sehr, sehr gut in die Partie gekommen, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Setzt sich da schön durch. Muss aber alleine gehen, weil Dybala da keine Anspielstation hat. Das ist ja ein richtig geniales Dribbling. Das ist ein richtig geniales Solo. Ich habe gesagt, er muss treffen. Und jetzt nutzt er seinen 91er Abschluss und trifft hier zum 1:0. Wunderbare Bude. Aubameyang macht so ein bisschen den Weg frei. Und Arrizabalaga hat keine Chance, das Ding zu halten. Sehr, sehr schön, wie er sich hier durchtänzelt mit der Ballkontrolle. Der Abschluss ist gut. Und auch wenn Ober da nicht gut gelaufen ist, hat er trotzdem durch seinen Laufweg das dritte Saisontor von Dybala ermöglicht, der wirklich angeschlagen ist. Das ist nicht schön. Und deswegen geht Dybala jetzt auch direkt mal vom Platz. Dafür kommt Alvaro Morata, der geht dann auf die Zehnerposition. Und Achraf Hakimi kommt rein, dafür geht Kroos raus. Den wechseln wir ins zentrale Mittelfeld. Ja, natürlich bitter, wenn Dybala sich jetzt schwerer verletzt haben sollte, aber fürs Tor hat es gereicht, das ist schön. Oh, schön gespielt, raus auf Hazard. Der ist aber nicht so schnell, weil Williams da auch noch steht. Und der ist ja auch bekanntlich relativ fix unterwegs. Der Abschluss ist nicht schlecht, aber Arrizabalaga ist diesmal da. Wir sind jetzt trotzdem am Drücker und vor allem können wir jetzt natürlich wieder kontern. Das ist ja mein Lieblingsspiel hier mit Real Madrid, der vielleicht konterstärksten Mannschaft der Welt, auch wenn wir den stärksten Konterspieler der Welt mit Ronaldo nicht dabei haben. Was war das von Marcelo Iñaki mit der Flanke? Aber da steht Gott sei Dank keiner. Und wir können das Ganze spielerisch recht schön, recht wunderschön eigentlich sogar, entschärfen und vielleicht selbst daraus Kapital schlagen. Wieder der Ball raus auf Hazard. Ne, der ist gegen den Marcos da. Leider Gottes im Nachteil. Oh, Morata macht das da super. Der Ball auf Gareth Bale. Ha, der wird abgewehrt. Und es gibt auch Abseits. Ja, das war bitter. Das war trotzdem an sich richtig gut gemacht von Morata. Der wollte spielen und deswegen habe ich ihn jetzt auch eingewechselt. Und er hat sich bisher zumindest einigermaßen gut gezeigt. Jetzt müssen wir wieder aufpassen auf Iñaki da, aber Hazard ist da. Sehr schön. Nochmal eine gefährliche Freistoßposition. Aritz Aduriz, den werden sie wohl ablegen. Nein, er schießt doch direkt, aber Aduriz ist Gott sei Dank kein Freistoßspezialist und Benyat haben sie ausgewechselt. Von daher nochmal Glück gehabt in der 90. Minute, das wäre bitter gewesen. Aber das Ding war wirklich meilenweit vorbei. Okay, vielleicht die letzte Chance. Nochmal Hazard, das ist nochmal eine Kontergelegenheit. Morata läuft aber nicht so super. Aubameyang, okay, die Chance haben wir kläglich vertan, aber der Sieg ist trotzdem da. Wir gewinnen mit 1:0. Im Endeffekt doch verdient gegen Athletic Bilbao. Die Basken haben es nicht geschafft, hier ein Tor gegen uns zu erzielen, auch wenn sie die Gelegenheit hatten. Und im Endeffekt reicht das Tor vom eingewechselten und dann wieder ausgewechselten Dybala. Ja, zum Sieg gegen die rot-weiß bzw. heute grün gekleideten von Atletico Bilbao. Oder Atletico Bilbao. Bellerin hat ein gutes Spiel gemacht, definitiv. Aber wir haben auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial. Diese knappen Siege müssen aufhören. So, Celta Vigo hat 2:0 gegen Deportivo La Coruña gewonnen und Malaga gegen Leganés. Das heißt, wir haben hier keine Ergebnisse von Barça oder von Sevilla, die aber auf jeden Fall interessant für uns sind. Aber bevor wir uns die Ergebnisse anschauen, erstmal Trainingsergebnisse. James Rodriguez neu drin und hat gleich meine das ist ja sehr schön. Hakimi kurz vorm Upgrade auf die 72. Sieht alles ordentlich aus. 3 Wochen fällt er aus. Verstauchter Knöchel hat man beim Tor nicht gesehen, aber ja, sehr schade. Jetzt haben wir nämlich 2 Hochkaräter mit Ronaldo und Dybala, die verletzt sind. Gar nicht gut. Und wie wir hier sehen können, Barcelona spielt noch auswärts gegen Valencia und Sevilla hat gegen Atletico gewonnen. Das heißt, da sind wir nicht dran vorbei. Wir bleiben immerhin auf 2 Punkten Distanz nur und die werden schon irgendwann einbrechen. James ist übrigens 2% im Marktwert gesunken. Das ist nicht schön und wir spielen gegen Alcorcón. Und das wird, denke ich mal, nicht so spannend, dass wir es spielen sollten. So, Alcorcón ist unser Gegner und ich bin gespannt, wie das laufen wird. Wir spielen mit B11, Morata, Vázquez, Casemiro, Modric, Hakimi, Tah, Danilo, Varane, Navas. Alle Spieler, die normalerweise nicht zum Einsatz kommen. Und bei Alcorcón hat sich direkt mal Perez verletzt. Aber mal sehen, was jetzt passieren wird. Weil bisher steht es 0-0, dann kommt Vázquez und macht das 1:0. Wir gewinnen 2:1 nur. Alter Schwede. Aber Doppeltorschütze Vázquez, der empfiehlt sich für weitere Aufgaben. Schön. Wir haben endlich mal wieder Nachwuchsspieler, der einigermaßen gut aussieht. Und zwar Juan Núñez. Da bin ich mal, ja, sehr interessiert an seiner Entwicklung. Aber der könnte natürlich auch total scheiße werden. Trotzdem nehmen wir ihn mal einfach mit. Den Rest lehnen wir wieder ab. Auch wenn er teilweise nicht so schlecht aussieht, aber irgendwie läuft das noch nicht so. Wir müssen also 2 weitere Scouts hier. Einen haben wir schon installiert gerade und zwar in Portugal. Und jetzt hauen wir noch einen nach Deutschland ins gute alte, ja, Vaterland in meinem Fall. Und mal sehen, was da so werden wird. Da haben wir Huber und, wie heißt der andere, Córdoba. Ja, vielleicht bringt er uns ja einen John Córdoba. Wir sind punktgleich mit Barca. Wir müssen...
also gewinnen. Und die haben offenbar im spanischen Pokal gegen Barcelona gewonnen, wie mir scheint. Und davor gegen Sociedad, und jetzt spielen sie auch wieder zu Hause mit Diverson vorne drunter. Ne? Das ist schon wieder, nee, das gefällt mir schon wieder gar nicht. Wir spielen zwar, abgesehen von Hazard, weil Vasquez da spielt, der auch gleich wieder trifft mit A11, aber nichtsdestotrotz ist das momentan noch nicht so toll. Rodriguez verletzt sich schwer. Was ist momentan mit unseren Verletzten los oder mit unseren Spielern los? Allgemein, Varane kommt für Ramos. Können wir bitte gewinnen? Das wäre sehr wichtig, dass wir hier 3 Punkte mitnehmen. Hazard macht nochmal das 2:1 und das reicht auch zum Sieg. Wieder so knapp, das will ich eigentlich nie mehr haben. Aber solange wir 3 Punkte haben und solange jetzt Rodriguez verletzt und nicht so schlimm ist, ist alles in Ordnung. Ich glaube aber leider, die wird schlimm sein. Oh Gott, 3 Monate. James Rodriguez fällt 3 Monate aus. Ach du meine Güte. Ja, Nachwuchsförderung, wir sind ja dabei, Freunde. Wir müssen nur erstmal die Scouts installiert haben, haben wir jetzt. Das ist trotzdem also wirklich ultimativ bitter, weil jetzt fällt Dybala aus, den wir uns auf die 10 stellen. Okay, Vasquez, ne? Vasquez wird jetzt Spielzeit bekommen, aber das ist trotzdem unglaublich, was wir für ein Verletzungspech haben. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja, und damit war es das dann für diese Episode. Mit dieser herben Enttäuschung endet unsere Serie. Wer diesen Spruch kennt, ballert auf jeden Fall mal in die Kommentare #TGT. Bin ich interessiert dran, wer die Serie neben mir hier noch verfolgt. Und jetzt kommen wir natürlich noch zur Abstimmung über die nächsten Gegner, beziehungsweise den nächsten Gegner. Jetzt hat sie auch noch Bale verletzt mit einer Leistenzerrung. Das ist doch alles einfach nur lächerlich. Nunes hat mit 16 eine 58 und sein Potenzial ist schon gesunken. Also momentan ist hier bei Real Madrid absolut der Wurm drin, so wie irgendwie in jedem Karrieremodus bei mir, sobald der November beginnt. Egal, die Spiele in diesem Monat. Ich habe mich jetzt hier ein bisschen verstimmt, sage ich mal. Wir spielen gegen Leganés, wir spielen gegen Sporting Gijón, wir spielen das Rückspiel gegen Alcorcón und wir spielen gegen Atletico Madrid. Ich bin mir fast sicher, dass ich weiß, gegen wen wir spielen sollen in euren Augen, aber trotzdem ist die Abstimmung mit der Infokarte hier und das war's dann von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich tierisch über freuen. 500 Likes wären richtig, richtig nice für diesen Karrieremodus. Nehmt euch aus Verantwortung, liked einfach, es ist nur ein kleiner Klick für euch und eine große Bedeutung für mich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut. Haut rein. Und ciao.